willkommen bei meinem Map-Guide zur Karte Hackneyard. Ja, schauen wir uns auch gleich den A-Bereich an. Und zwar beim A-Bereich geht es eigentlich darum, wie man dieses Haus hier am besten verteidigt, beziehungsweise häufig sitzen da ja Camper drin. Wie man sieht, kommt man über diese Kiste hier rein und hat dann häufig Gegner, die da oben sitzen, oder aber über die grüne Mülltonne. Ist auch einer der beiden Wege reinzukommen. Ich persönlich würde euch aber empfehlen, dieses Polizeiauto hier zu nutzen und dann dementsprechend hier nicht so hoch zu hüpfen, natürlich richtig hoch zu hüpfen, so dann aufs Vordach und dann seid ihr hier mit einem langsamen Turn-on relativ gut auch dabei. Jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit, in das Gebäude reinzukommen. Und zwar, ihr seht ja hier dieses, da sind ja meistens oben die Leute am Campen. Und es gibt natürlich Türen, jetzt nicht wie diese, sondern diese Tür. Würde ich aber meiden. Und zwar ist es häufig so, wenn ihr hier die Tür euch mal anschaut, seht ihr, werdet es gleich sehen, da ist die Claymore. Das ist häufig der Fall, dass diese Türen mit einer Claymore versehen sind. Deswegen würde ich nicht so reingehen, sondern ich würde sagen, dass man hier auf das Gitter, also auf das Geländer geht und dann ist man drinnen und kann den Camper relativ easy wegholen. Ist natürlich eine gute Methode, wenn man das so benutzen möchte. Das heißt, wenn man vermeiden möchte, dass man da durch die Claymore gekillt wird, wie gesagt, aufs Geländer hüpfen und dann ist man auch schon relativ safe. Jetzt schauen wir uns mal einen Spot an, der sehr, sehr bekannt ist. Und zwar, ihr werdet ihn sicherlich kennen, das ist dieses Fenster da oben. Und zwar gibt es die Möglichkeit, natürlich, wenn man hier hüpft, man sieht den Gegner relativ gut. Und ihr habt die Möglichkeit, ihn auch von dieser Mülltonne hier zu challengen. Aber man ist natürlich bei der Mülltonne sehr, sehr offen. Wenn man so ein bisschen runterhüpft, kann man es vielleicht taktisch klug machen. Aber man ist halt, ich sag mal, bei sehr, sehr vielen Fällen sehr stark angreifbar. Es gibt einen Sweet Spot und zwar genau an dieser Stelle bei diesem Pfosten da links. Wenn man da ist, bei diesem Pfosten hier, kann man perfekt sehen, dass da ein Gegner drinnen ist. Und dann kann man ihn auch sehr, sehr gut auf die Distanz natürlich treffen. Und man könnte ihn natürlich jetzt auch wegholen. Ich habe es jetzt natürlich nicht gemacht, aber geht relativ easy. Dieser B-Spot ist der nächste Spot, den wir uns anschauen. Und zwar, wie cappe ich denn am besten B? Und zwar könnte ich B natürlich ganz normal hier in dem Lieferwagen cappen. Möchte ich aber nicht. Der bessere Spot, um es zu cappen, ist hier an diesen blauen Kisten. Finde ich den viel, viel besseren Spot. Vor allem, weil man gegen diese Fenstercamper dann natürlich viel, viel sicherer ist. Und das ist auch dieser Spot, wo man so ein bisschen hoch und runter poppen kann. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Und ihr seid natürlich auch gegen Schüsse relativ safe. Als nächstes möchte ich mal da oben diesen Camper-Spot angucken. Da campen natürlich auch sehr, sehr viele Leute drin. Und da würde ich euch genauso empfehlen, diesen Spot hier zu nutzen hinter den Fässern. Dann könnt ihr den Gegner relativ easy wegholen. Ich denke, viele von euch wissen natürlich, dass man auch über diese rote Kiste, also über den Container hier oben reinspringen kann. Aber was ich noch nicht gesagt habe, und zwar zwischen diesem Balken und diesem Licht, ist eigentlich genau das Fenster. Jetzt, wenn man hier zum Beispiel diesen Spot sieht, man sieht jetzt hier natürlich die Waffe durchglitschen, aber sollte natürlich nicht der Fall sein. Normalerweise stehen die Gegner genau an diesem Punkt, also wo ich jetzt gerade hingeschossen habe. Kommt darauf an, wenn er rechts vom Fenster steht, dann ist es eher rechts von der Lampe, also hier. Oder wenn er direkt vor dem Fenster steht, also das ist der andere Spot, dann ist es links von der Lampe. Das wäre dann hier, ne? Also wenn er dann direkt an diesem Fenster steht, ist es dann viel, viel einfacher, ihn dann wegzuholen. Also versucht es ruhig mal, da ein paar Hitmarker zu kriegen. Ist relativ einfach und man kann ihn auch selbst ohne Full Metal Jacket, also ohne das Vollmantelgeschoss, kann man ihn relativ easy wegholen. Wenn wir uns jetzt den Raum, in dem er sich befindet, natürlich auch nochmal angucken. Ich denke, ihr werdet es wissen, dass dieser Raum natürlich ein Spot ist, der sehr, sehr hart auch umkämpft ist von vielen Leuten. Und deswegen bietet er natürlich einige Möglichkeiten. Aber da werden wir jetzt gleich drauf eingehen. Wir schauen uns jetzt erstmal noch einen anderen Spot an. Und zwar, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken. Und zwar, da kann man natürlich hier hoch auch auf diese Dinger und kann hier oben in das Fenster reingucken. Aber das ist ein blöder Spot. Und zwar hier durch das Milchglas. Man sieht den Gegner fast gar nicht, aber man sieht ihn. Und man kann durch das Milchglas auf den Gegner schießen.
was auch nicht viele nutzen, aber ihr könnt es auf jeden Fall probieren. Man sieht es hier, man kriegt den Hitmarker oder man kann den Hitmarker auch bekommen und genauso könnt ihr von ihm getroffen werden. Er weiß natürlich nicht hundertprozentig, dass ihr da steht. Wenn ihr hier steht an dem Fenster und man sieht den Namenstag, ist es sehr, sehr einfach. Man sieht euch viel besser. Deswegen würde ich eher an das Fenster gehen. Denke ich, ist die bessere Methode. Der Spot hier drüben bei diesem Gabelstapler, ja, der ist natürlich auch sehr beliebt. Aber ich würde da nicht unbedingt die Challenge gehen, sondern ich würde versuchen, meine Positionen zu variieren. Jetzt haben wir vorhin natürlich dieses Fensterchen da oben schon angesprochen. Da, dieses Treppending da, wo man sich reinhocken kann. Und zwar ist dann auch häufig hier bei diesem Kartongedöns sind dann auch Claymores, wo dann die Leute hier, wo ich jetzt hingeschossen habe, dann dementsprechend sich dann so ein bisschen verkämpfen. Also platzieren wir mal da so eine Claymore zum Anschauungszweck. Und zwar, es ist dann häufig so, dass Leute die Treppe hochrennen und relativ blind rennen die hoch, bumm in die Claymore und dann sind die tot. Ist natürlich der schlechte Weg. Ich würde eher so rumlaufen und dann oben drüber springen. Und wenn er natürlich hier an diesem Fenster campt, habt ihr ein bisschen diesen Überraschungseffekt. Also wenn er jetzt dann mal ans Fenster geht, dann zeige ich euch das mal. Also ihr geht hier so rum. Da sieht er euch natürlich gleich. Das ist natürlich Schwachsinn. Deswegen hier rumlaufen, da drüber springen, bumm, habt ihr in dem Aim. Sehr, sehr easy und auch eine gute Möglichkeit, dementsprechend den Kill zu machen. Ich denke natürlich auch, dass dieser Raum hier ganz schön verkämmt ist und ich würde dann, wie gesagt, eher hier über diese Plattform gehen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier auf diese Kisten zu springen. Man kann einerseits von der anderen Kiste oder natürlich auch vom Dach hier drauf springen, also von der unteren Kiste oder von da. Aber es ist auch die Möglichkeit, wenn man hier da drüben Gegner hat, die da oben bei diesem grünen Gebäude campen. Jetzt ist er hier in die Claymore gerannt, sehr geil. Und zwar, wenn man da drüben auf dem grünen Gebäude Leute hat, die gegen einen kämpfen. Man kann hier die Deckung einfach ein bisschen mitnehmen, falls man in der Challenge sich sieht. Ist auch eine sehr, sehr gute Line of Sight hier an der Stelle, um den Gegner vielleicht ein bisschen zu challengen. Das gelbe Haus ist natürlich auch so ein Spot, der sehr häufig von Leuten genutzt wird. Ihr kommt rein, indem ihr entweder über die Kisten dann hier drauf springt, dann könnt ihr da rein. Oder ihr macht natürlich Folgendes, dass ihr auf diese Kiste geht, da hoch, dann da rüberspringt und dann seid ihr auch drin. Aber es ist ein Spot, naja, die Leute campen dann schon häufig, so wie ich jetzt hier zeige, auch in diesen Ecken. Ist ein bisschen so ein echter Camper-Spot. Bitte Leute, macht das nicht. Versucht die Spots halt so zu nutzen, dass ihr die Leute wegholt. Jetzt ist es halt so, dass viele Leute hier spawnen bei C und dann direkt sich gegen Leute, die bei B sind oder hier in diesem kleinen Compound sind, facen, also gefaced sehen. Also da muss man dann schauen, dass man die Leute irgendwie wegholt. Genauso auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit, die Leute am Spawn wegzufangen. Und zwar, man kann hier nicht drüber hupfen, aber man kann hier auf dieses kleine Ding hupfen, kann hier in die Richtung gucken, also Leute von dem grünen Haus wegholen. Das ist auch ein ziemlich praktischer Deckungsspot. Genauso, aber auch in die andere Richtung. Und zwar, wenn man hier so rüber guckt, hat man die Möglichkeit, auf C dementsprechend zu gucken. Ja, wie man bei C natürlich reinkommt, um da natürlich besser vorzugehen, habe ich euch ja schon mal gesagt. Und zwar hier oben drüber, dann da reinspringen und dann seid ihr auch schon auf dem C-Dach und habt dann dementsprechend hier oben bei diesem Zelt oder so eine viel, viel bessere Position, als wie wenn ihr unten rumlauft. Und hier, wenn ihr jetzt dann guckt, könnt ihr die Leute einfach viel, viel besser challengen, weil ihr in einer anderen Position seid, als sie euch vielleicht erwarten würden. Das heißt also, ich würde immer diese Route laufen, also nicht dementsprechend einfach so rum, sondern halt, wie ich gerade gezeigt habe. Ich denke, diese Spots hier, dass man so rumspringen kann, die kennt ihr alle. Genauso wie, dass man, wenn man hier auf dieses ganz hohe Ding hoch will, müsste man dementsprechend diese Barrikade aufstellen, ne? Um mal ein bisschen weiter zu gucken, es gibt natürlich jetzt hier auch noch diverse Spots, die man meiden sollte. Also zum Beispiel das Dach solltet ihr meiden, weil ihr halt da viel zu offen seid. Genauso ist es so, das C-Haus an sich ist natürlich häufig auch sehr, sehr verkämmt. Ich würde versuchen, diese Häuser immer zu clearen, indem ich diese Routen laufe, die ich euch gezeigt habe. Also natürlich jetzt nicht hier runterfallen, aber man kommt hier sehr, sehr einfach auch rein und hat dann viel besser den Überblick über das Ganze.
Was natürlich auch ein sehr, sehr großes Problem an der Stelle ist, dass wenn ihr da drüber hüpft, dass ihr von den Leuten, die in dem grünen Haus sitzen, sehr, sehr häufig gechallenged werdet. Und die hocken dann da in diesen Türen drinnen, machen die Türen dann auf. Man sieht die sehr, sehr schwer, weil die natürlich sehr, sehr dunkel ist. Aber viel, viel häufiger habe ich Leute, die da in diesen Fenstern campen. Und zwar, wenn ihr von C kommt und Richtung A lauft, habt ihr das Problem, dass die Leute natürlich entweder da oben in diesen Fenstern drin sitzen, da wo jetzt die Stun reingeschmissen wurde oder Flash, was ich dabei habe. Dali, kannst du kurz mal da reingehen? Ja, genau. In das Fenster da oben. Ja, genau. Weil da kann ich das nämlich besser zeigen, was ich meine. Und zwar viele Leute, die challengen, die sitzen immer auf den Holzkisten. Ich würde euch empfehlen, nicht diese Holzkiste zu nutzen, weil man euch da halt erwarten würde. Man sieht natürlich den Gegner schön, man hat einen schönen Spot, aber man weiß, dass das ein Spot ist, der genutzt wird. Ich persönlich würde euch empfehlen, nutzt dieses Polizeiauto hier. Und zwar geht auf die Motorhaube. Ihr könnt euch ducken oder nicht und lauft dann ganz langsam zurück. Und ihr werdet jetzt sehen, man sieht von eurem Kopf, wenn ihr irgendwann mal genau diesen Sweet Spot habt, sieht man sehr, sehr wenig. Und es ist eine bessere Position, diese Camper-Leute dort wegzuholen. Man sieht es jetzt wahrscheinlich in der Killcam recht gut. Man sieht fast gar nichts von meinem Kopf. Das heißt, die Erwartungshaltung wäre jetzt links, also linker Seite, also linker Hand gewesen. Und ihr seid aber auf dieser Kiste dann rausgekommen. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr effektiver Spot, um die Leute dort, die da oben in dem Fenster campen, einfach besser wegzuholen. Und man kann ihn auch sehr, sehr gut in seine Route einbauen. Und ich denke, man muss aber erstmal diesen Sweet Spot rausgefunden haben, bis man da das Ganze hat. Genauso natürlich auf der anderen Seite sehe ich Leute häufig hier auf dieser Kiste campen Richtung C. Ist aber halt eine ganz, ganz schwierige Position und würde ich nicht unbedingt jedem empfehlen. Aber vielleicht für einen kurzen Guck auf C kann man es schon nutzen. Aber jetzt schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Spawns von der Karte an und da gehe ich nochmal ein bisschen auf die Details. Ja, zu guter Letzt habe ich ja gesagt, möchten wir uns die Spawns anschauen. Ich habe euch mal mit den grünen Punkten die primären Spawns eingezeichnet. Teilweise sind diese Spawns sehr, sehr häufig passiert. Es gibt aber natürlich auch, wie auch bei vielen anderen Karten, sogenannte Ausweichspawns. Das sind die gelben Punkte. Auf den gelben Punkten sieht man auch ganz toll, dass sie sehr, sehr nah zu dem Punkt, der eigentlich der primäre Spawn sein können. Aber man sieht natürlich auch, dass es Ausweichspawns, wie zum Beispiel auf der A-Seite, gibt, die total Richtung B gehen. Abhängig natürlich sind die Spawns immer davon, wie das Ganze geblockt ist, wird der Spawn von jemandem blockiert, welche Flaggen werden gehalten, aber das sind so die Spawns, die ich gefunden habe. Auf Hackneyard sehr, sehr interessant, es gibt noch dritte Ausweichspawns, also zweite Ausweichspawns, eigentlich eher nicht dritte, aber dritte Spawnpunkte, die sind mit Rot jetzt hier eingezeichnet, das sind Spawns, bei denen ich wenig gespawnt bin, aber diese Punkte existieren definitiv. Also es gibt sehr, sehr viele Ausweichpunkte und ich glaube, man hat nach dem Beta-Feedback auf dieser Karte da sehr, sehr viel angepasst. Ja, das war mein Video zu der Hackney-Yard-Karte, also meine Map-Guide zu den Lines of Sights und sozusagen zu den, ich weiß immer gar nicht, was für ein deutsches Wort man für dieses Line of Sight findet. Das ist ja eigentlich, es ist nicht Blickrichtung, es ist nicht keine Ahnung, wie man das beschreibt. Vielleicht findet ihr ein cooles Wort, dann könnt ihr mir mehr drunter schreiben in die Kommentare. Gerne natürlich auch, welche Karte wollt ihr beim nächsten Video sehen? Und bitte Leute, fleißig kommentieren. Es ist wichtig, dass ihr einen Kommentar da lasst. Egal was. Schreibt einfach nur die Karte, die ihr als nächstes sehen wollt oder irgendeine andere Karte rein. Gerne einfach unten in die Kommentare und bitte auch den Abo-Button drücken und natürlich auch gerne den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschaußen! LA BB, who we running with? 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.